Mit dem Copenhagen Wheel wird ein normales Fahrrad sehr einfach zum Pedelec umgerüstet. Einfach das Hinterrad austauschen, dann mit dem Smartphone verbinden und schon kann's losgehen. Apps gibt es für Android und iOS. Das Copenhagen Wheel wurde vom MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, in Zusammenarbeit mit der Stadt Kopenhagen entwickelt. Kopenhagen gilt als eine der fortschrittlichsten Radfahrstädte der Welt. Die Erfinder des Copenhagen Wheel lizenzierten die Technologie und gründeten Super Pedestrian, ein Startup-Unternehmen in Cambridge, Massachusetts. Das Copenhagen Wheel erkennt die Fahrgewohnheiten und passt sich dem jeweiligen Fahrer an. Beim Bremsen und beim Bergabfahren wird Energie rückgewonnen. Je nach Bedarf wird der Radfahrer unterstützt. Die Bandbreite reicht von 3- bis 10-facher Unterstützung der eigenen Trittkraft. Im roten Gehäuse befindet sich das komplette System. Der Motor, die austauschbare Batterieeinheit, die drahtlose Funktechnik, ein Smart Locking, die Sensorensteuerung und die Kontrollelektronik. Über die Copenhagen Wheel App mit dem eigenen Smartphone verbunden, hat man gleich einen Bordcomputer mit dabei. Abgesehen von Geschwindigkeit und Ladezustand lassen sich zahlreiche weitere Funktionen steuern, etwa Unterstützungslevel oder Kalorienverbrauch. Die Reichweite des Copenhagen Wheel E-Antriebs soll bis zu 50 Kilometer betragen. Derzeit werden Räder mit 26 Zoll unterstützt, weitere Größen sollen folgen. Das Copenhagen Wheel ist derzeit nur online erhältlich. Ein Händlernetz in Europa ist für 2014 geplant.